Ansprechpartner für euch online. Hallo. Hallo Mario und Tachchen. Ist ein bisschen leise vielleicht, aber ansonsten. Ui. Aua. Ja, ein bisschen. Bitte. Ich wollte dir erzählen, wo ich gerne hinfahren würde. Ja? Denn ich träume nämlich schon seit Jahren, von einem Scheich entführt zu werden, in seinen Harem mitgenommen zu werden. Denn ich denke mir, ich bin blond und das darf kein großes Problem sein. Und deswegen suche ich noch jemanden, der mir einen Flug spendiert in die Vereinigten Arabischen Emirate. Könnt ihr das machen vom offenen Kanal? Also wir persönlich nicht, aber vielleicht findet sich ein netter Hörer, der seines Persönchens Herr Scheich ist oder eines solches kennt. Ja, das wäre toll. Und du hast auch keine Angst, gegen 10 Kamele eingetauscht zu werden? Nee, aber 10 sind mir ein bisschen wenig. Also ich dachte schon, ich bin blond und langhaarig, wie gesagt, ne? Und also ich dachte da an mindestens 15. Ne? Voraussetzung ist natürlich, dass ich nicht die erste Frau bin, sondern dass der Scheich dann schon Erfahrung hat. Ne? Eben. Und seit den Blondinenwitzen ist der Marktwert drastisch gesunken. Aber ich habe eine, ich hab eine Frage. Später dann noch mit ein paar tollen Matzbeiträgen. Jetzt aber erstmal hoffentlich mit jemandem, der in der Leitung ist. Hallo? Ja, hallo, hier ist Martin B. Martin, grüß dich, servus. Ja, hallöchen. Sag mal, war die erste Anruferin nicht Sandra? Die erste Anruferin war Marion, aber vielleicht tarnt sie sich und heißt Sandra oder Petra oder... Sandra Ehring, dachte ich. Sandra Ehring? Ja, aber ich grüße, kann ich einen grüßen? Bitteschön. Ich grüße Silvia. Silvia, sag mal, ja. Du selber, was du in diesem Jahr verreist, frage ich mal ganz... Ja, logisch. Wohin? In Marzahn. Also auf Balkonien. Und wenn du ein paar Mark mehr in der Tasche hast, dann warst du sogar auf den Solearen ab und zu mal. Ja, und in Gran Canaria war. Jetzt kommt wieder ein ganz toller Beitrag. Ja, hier ist Max. Ich wollte ein Sommererlaubtour-Erlebnis erzählen. Ja? Ich war mal in den USA. Ah ja. Und es war richtig schön da. Die haben tolle hohe Häuser und so. Warte mal, ganz kurz. Ja. Willst du trinken oder essen? Was suchst du denn? Ich bin nicht engagiert. Ich suche jetzt gerade ein ganz tolles Buch. Hier von Amerika, oder? Im Bücherclub von Hans-Joachim Kuhlenkampf, aber dieses Buch hier kann man dreimal zeigen. Sag mal, du bist doch James Bond, wa? Du bist doch James Bond vom letzten Mal, wa? Ich bin der USA-Buchpräsentierer im Moment, weil du gerade die hohen Häuser ansprichst. Es ging doch vorhin mal um Traummänner, wa? Du bist ein schöner Traummann, bist du. Muss ich schon sagen. Es ging aber dieses Mal, soweit ich mich erinnere, um Reisen, Urlaub und sonst was. Ja. Wir sprechen über die USA. Aber fandst du denn die letzte Sendung toll, wenn du schon mal so davon anfängst? Die letzte Sendung war super, bis auf die blonde Sandra Ehring mit Haar. Die hat dir nicht so gefallen. Aber ich dachte, wir wollten jetzt über Urlaub reden. Aber warte mal, wir lassen uns... Das werden heute noch richtig oft hören, weil der Arschficker ruft bestimmt auch gleich an. Der Arschficker? Bist du ein Freund von dem Arschficker vielleicht? Nee, aber ich kenne ihn gut. Ach, du kennst ihn gut. Belau, weil Belau ist der Beste, so sieht's aus. Ah, warte mal, ganz kurz. Ihr seid also Stammhörer, ja? Sozusagen. Gut, aber zum Urlaub, wenn ihr da jetzt nicht irgendwie was beisteuern könnt, außer dass du mal irgendwann mit dem Finger auf der Landkarte in den USA warst, oder warst du wirklich in den USA? Ich war 8 Mal bei den USA. Und wo da? In New York. New York. Und wenn du aus New York wiederkommst, hattest du dieses Gefühl, dass in Berlin eigentlich eher Dorfatmosphäre vorherrscht? Ja. Weil da ja doch ein bisschen mehr Chaos ist. Bist du da Auto gefahren oder bist du da gelaufen? Ich bin da, alles U-Bahn bin ich da gefahren, ich bin da geflogen, ich bin ein super Kerl. Aber lass mal jetzt nicht darüber reden, lass mal über Belau sprechen. Und warte mal ganz kurz, ich schalte dich jetzt erstmal ab, weil das war ein toller Beitrag. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr könnt ja dann nochmal anrufen später. Weil war es immer der Praktikant, der den Ton nicht hochgefahren hat oder den Mats falsch abgeschossen hat. Aber der Praktikant hat zur Strafe, weil er wusste, dass er sowieso immer nur Fehler machen wird, hat er seine private Telefonnummer zur Verfügung gestellt. Die haben wir in diesem Spot dann eingeblendet. Und er darf sich somit mit Hörern, die sich in dieser seiner Telefonleitung verirren, beschäftigen und sich überlegen, ob er die Matzen demnächst richtig einlegt. Aber zurück zum Thema Urlaub, Sommer, Sonnenschein. Ja, Telefonie? Ist jemand dran am Telefonie? Ja, hallo, hier ist der Axel. Hi, Axel. Wie geht's dir, Jens? Alles klar? Bei mir ist alles klar. Bei dir auch? Ich kann nicht klagen, ja. Sag mal, wo warst du denn in diesem Jahr? Sag mal, hast du letzte Woche eigentlich für eine Scheiße gequatscht, du mieses Türkenschwein? Also. Das haben wir jetzt nicht ganz verstanden. Also, er müsste eigentlich nochmal... Olli, sag mal, hörst du irgendwas? Bei mir ist manchmal so ein bisschen... Ich habe nur so ein Grunzen gehört und habe es nicht verstanden. Und deswegen würde ich vorschlagen, er sollte nochmal anrufen. Also, dieser Anrufer, der gerade in der Leitung war, sollte sich doch überlegen, ob er sich...
Die Gelegenheit ist günstig, gerade jetzt einen neuen Rechtschreibduden besorgt. Da mal das Wort des Tages, zum Beispiel ominös. Das war er nämlich. Hallo? Ja, hi. Ja, hallo. Hi. Hier ist Bernd. Ich wollte auch ein Urlaubserlebnis schildern. Aber ein echtes, tolles, ja, richtig echtes. Heißes. Ich bin also hier geblieben. Ich war nicht weg. Ja? Und hatte ein starkes Erlebnis. Jetzt erzähl mal. Ja, ich hatte nämlich ein Treff mit dem Arschficker. Ich dich kriege. Also, jetzt muss die Regie reagieren. Sie muss ganz krass sein. Das war ja wohl nicht irgendwie so mit dem Arschficker, sondern der hat ja wohl mehr so zu Flaschen. Nicht so viel unterwegs ist. Aber dieser Flughafenseeder. Ja, hallo gleich. Dieser, wer bist du? Hier ist der Hans. Hans, sag mal, du hast ja richtig Glück. Du bist sozusagen der Hans im Glück, dass du hier in der Leitung hängst. Toll. Ja. Wie geht's dir? Wo kommst du her? Mir geht's gut, ich komme aus Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. Und das ist eigentlich auch ein tolles Gebiet, um Urlaub zu machen. Findest du? Sieht's aus. Und ich finde wirklich, ist kein Biotop. Da gibt's, da gibt's wirklich tolle Straßencafés, allerdings zu dieser Jahreszeit ein bisschen schlecht. Erzähl mal ein bisschen, was fällt dir ein zum Thema Reisen, Sommerurlaub? Sandra Ehring, ich fick dir nach! Ach Gott, also, da haben wir ja wieder genau das, was wir brauchen, weil Darum betreiben hier. Hallo? Hallo? Ja, hier ist Peter, ich hab ein hartes Ding. Du bist ein hartes Ding. Du warst schon wieder in Amerika und hast schon wieder an Miami. Und warst du da in Maryland? Hast du Ping klatschen? Ansonsten machen wir hier weiter. Klatsch ist. Hallo? Hallihallo? Hallöchen, ich war auch in Mallorca. Du warst in Mallorca dieses Jahr? Ja, dieses Jahr, weißt du, wen ich getroffen habe? Sag an. Außer Jung Dres. Henry Maske, der war da. Und nee, den Arschficker, du Blöde. Ach, hör doch auf, Mensch, lass sein, ey. Also, liebe Freunde, gemeldet, ne? Also wenn du die Stimme am Anfang als Männerstimme degradierst, ja, hallo? Ja, ich bin's nochmal, Peter, ihr habt mich da weggedrückt, ich wollte die Story aus Miami erzählen. Aus Miami, du hast ja, doch aber den Arsch... Kumpel. Aber du hast doch Arschficker getroffen, oder? Warst du das nicht? Nein, ich war mit einem Kumpel in Miami und hatte eine starke Story. Ich kriege dich, ich fick Arsch, ja, du bitte, Mensch, weg. Mach es weg. Echt, so ein unmögliches Volk da draußen, ja? Also, ihr müsst doch wirklich mal... Wisst ihr was? Du, da haben echt ein paar Leute gelernt, so von dem. Manche Leute sollten aber auch mal Bücher lesen. Vielleicht würden sie dann ein bisschen bessere Sachen bringen. Das ist also wirklich ein bisschen schwach. Naja, okay. Ja, bitte. Ja, hallo? Hallihallo? Ja, gut, ich wollte wissen, ob ihr für mich auch irgendwie ein bisschen eine Reise organisieren könntet. Na, wo soll's denn hingehen? Nach Mauritius. Aber, aha, doch so. Ja, und was tust du doch dafür? Doch so schön. Ja, was tust du dafür, genau. Hast du ein Gegenangebot zu machen? Ich wollte gern fliegen zum Arsch. Ach Gott. Also, es ist ja wieder ganz toll, diese Verkettung und Andy, Verknüpfung. Andy, lass mich kurz was sagen. Wir würden auch gerne mal versuchen, mit Ihnen andere Sätze zu üben, außer ich fick dich in den Arsch oder so ähnlich, kann das ja nicht. Aber jetzt haben wir jemanden in der Leitung. Hallo? Ja? Ja, also ich will nicht dich in den Arsch ficken oder so, wa? Soll das finde ich eigentlich sehr positiv, weil ich eigentlich mehr so ganz normal sexuell, heterosexuell veranlagt bin. Ich wollte erstmal sagen, ich war eine Woche in Spanien gewesen, ja. Wo denn da? Lloret de Mar. Lloret de Mar, also im Norden da, an der Costa Brava. Hm. Und ja, die restliche Zeit war ich zu Hause und hab Martin Belau geguckt. Martin Belau, du bist ein Belau-Fan, ne? Bitte? Du bist also ein Martin Belau-Fan. Was ist denn, was macht der eigentlich so toll, dass ihr den alle erwähnen müsst? Oder hat der euch alle bestochen? Nee, der hat uns nicht bestochen, aber der wurde da von der, wer letztes Mal die Sendung hier gemacht hat, Call Me, so blöde angemacht. Ach, von der Sandra Ehring? Ja, wie schick die heißt. Wurde der angemacht? Nee, das kann ja nicht sein. Die kennt doch den ja nicht, den Belau. Klar, kennt die den. Er hat sich irgendwie gemeldet zu irgendeinem Thema und da meinte sie, er will für sich selber bloß Werbung machen oder irgendwas. Und hat ach so, er wollte Werbung machen, naja. Nee, wollte er nicht. Ach, der wollte sich zum Thema melden. Naja, dann hat die aufgeregte Sandra Ehring vielleicht irgendwas verwechselt. Wollten Sandra wir nicht Ehring, über Spanien reden? Aber jetzt gucke ich gerade hier, ich habe hier ein tolles Buch, da steht Costa Brava ist nicht brav. Wilde Küste des